Was zum Teufel geht hier ab am See der Wahrheit, nahe unseres Heimatdorfes Zweiblattdorf? Wir sollen Lucia helfen. Hier ist Team Galaktik und es riecht nach Doppelkämpfen. Ich freue mich. Kommt bloß her. Unsere Aufgabe ist es, dich hinzuhalten und diesen Job erledigen wir jetzt. Ich mach zwei auf einmal, Mann. Um der Welt Frieden zu bringen, müssen wir sie zuerst beherrschen. Das klingt wenigstens ein bisschen sinnvoll, aber ihr seid trotzdem Freaks. Okay, ihr Rüpel. Der Typ hat ein Pokémon und sie drei? Geht auch besser. Charmian und Charlocko. Verlockend. Könnt ihr da ein bisschen was reißen, meine Lieben? Wir sind unterlevelt, das kann man nicht mehr leugnen. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Manche werden sich denken, warum fehlt er? Was zum Teufel? Was macht er denn? Ich dachte, ich hau den Zerschneider weg. Der ist ein bisschen hart. So, Charlocko, sehr effektiv. Typ Käfer, weg damit. Braucht man nicht. Ponita hat den EP-Teiler. Das Klärchen. Das wird nicht reichen, denke ich mal, aber nicht schlimm. Hat halt so einen hohen Level, weil das das einzige Pokémon ist, was der Typ hat, ne? Kratzfurie trifft mehrmals im Gegensatz zu Kratzer. 2 bis 5 Mal. Und ich hatte Glück. Ich als Gegner von Charmian. Ich wollte gerade fragen, hat er noch mehr Käfer? Quatsch auf Lager, aber nein, Golbat. Egal, Flug auf Flug. Und du machst ihn fertig, ja? So, jetzt heißt es 2 gegen 1. Wir haben auch Luxtra. Luxtra ist auch nur Level 31. Den können wir vielleicht einwechseln. Macht wohl mehr Sinn. Andererseits, bis ich mal gewechselt habe, Kramux greift wieder an. Oh. Nun ja, lass es mich so sagen, ich muss ja jetzt wechseln, ne? Gut, dann ist es auch besser, was die Runden angeht. Okay, liebe Leute. Ja, da schaudert er. Zu Recht. Funkensprung, wobei, so einen gepflegten Donnerblitz könntest du auch mal lernen, Shiny Shinox. A.K.A. Luxtra. Und der hat schon seine Gründe, warum er auf Luxtra beißt. Hilft dir nur nichts! Bam! Ja, nicht, dass die hier so ein Unheil einrichten wie am See der Kühnheit. Wo der See ja trockengelegt wurde, die Carbadors, die zappelten da rum, ihr habt's gesehen. Gar nicht mal so witzig. Oh, noch ein Charmian. Du hast so verloren, Junge. Du hast so verloren, Alter. Na gut. So viel hat sie aber trotzdem... Ja gut, er schreckt zurück. Du aber vielleicht auch. Das reicht sogar fast. Tja, unterlevelt sein ist so eine Sache. Trotzdem mit Abstand überlegen. Unterlevelt überlegen. Das wäre auch ein geiler Part-Titel. Ich denke aber, dass ich nicht dran denken werde. Verlieren wir auch Teil meines Jobs, das hat mir bereits geholfen. Du bist jung, um das zu verstehen. Und dann direkt nochmal. Sag mal, auf der Pocket habe ich noch die Karte. Können wir jetzt auch wieder umschwenken, oder? Das machen wir doch instant. 40.000 Schritte. Ja, Roselia macht da keinen Sinn. Luxtra, bitte. Na, dann kommt her, ihr zwei Hübschen. Und dann ist da oben schon Lucia. Ich befördere deine Pokémon in die Erdumlaufbahn. Ihr bekommt einen ordentlichen Bonus, wenn diese Mission ein Erfolg wird. Bekommt ihr aber nicht diesen Bonus. Eure Geldgeilheit hat euch wirklich blind gemacht. So, wenigstens ein bisschen fairer verteilt. 2-2. Das sieht aber gut aus für Luxi.
Unsere voll aggressiv. Na, komm doch her. Gut, dann gehst du auf den. Funkensprung natürlich auf das Käferflug-Pokémon. Leider nicht mal ein Two-Hit-Kill. Was ein bisschen schade ist. Erstmal gucken, was statt Papinella rauskommt. Vielleicht kann ja Luxtra auf Skankapoo losgehen. Hätte auch sein können, dass Papinella überlebt. Wer weiß das denn schon, ne? Nichts ist gesagt. Agilität. Da könnte das endlich mal was lernen und will Agilität lernen, weißt du? Ah, nee. Brauche ich nicht. Für Competitives vielleicht, aber hier für die Story durchspielen. Sind wir mal ganz ehrlich. Benötige ich dies nicht. Flügelschlag auf Charmian und Funkensprung auf Skankapoo. Wer weiß, ob das reicht, aber ich denke schon. Also, ich glaube, Skankapoo jetzt zu besiegen. Nichts anderes. Angriff sinkt stark. Dann ist es wieder eine andere Geschichte. Das Blöde ist, wegen Charmians Charme. Toll. Na, wollen wir doch mal sehen. Ja, aber jetzt sieht die Sache halt wieder anders aus, ne? Angriff sinkt stark. Ich zeig dir bald mal, was hier sinkt. Double kill, bitte! Double fight, double kill. Double victory. Double Erfahrungspunkte. Haben wir so ein bisschen Vorgeplänkelkämpfe hinter uns gebracht und dann geht's zum Geschäftlichen, Freunde. Yeah. So, ihr dürft ruhig, ne? Haltet euch nicht zurück mit euren Level-Ups. Haut bloß raus, ey. Gerade Kramurks. Was ist mit Kramurks kaputt? Da-da-da-da-da-da-da. Ja, zusammen kriegt ihr das locker hin. Ja, 2 bis 5 Mal. Jetzt darf er 5 Mal angreifen, jede Wette. Und besiegt damit Luxtra. Nein? Ui. Hab ich ein Schwein. Ich habe jetzt mein Glück schon wieder aufgebraucht für das ganze Let's Play. An so einer banalen Stelle, wisst ihr. Okidoki. Rüpel und Rüpel besiegt. In meinem Kopf gibt es auch nur... Nee, das war ein Typ. Ich bin untröstlich. So, das ist Lucia mit dieser einen Tante. Markus, das ist ja das Team Galaktik. Sie haben das Pokémon aus dem See. Dieses Gesicht, es weckt schlimme Erinnerungen. Ich meine das, was beim Windkraftwerk vorgefallen ist. Wegen dieses kleinen Vorfalls habe ich eine ganze Menge Scheiße. Wegen dieses kleinen Vorfalls habe ich eine ganze Menge Ärger gekriegt. Was machst du für ein Gesicht? Du erinnerst dich doch an mich? Schön, was also? Ich sag dir, wer ich bin. Ich bin Mars, Commander von Team Galactic. Zumindest einer von ihnen. Wer stellt sich da? Was stellt ihr da? Irgend so ein Liebespärchen, das zur Hilfe eilt? Keine Chance, nicht die geringste. Ihr werdet alle zugrunde gehen. Liebespärchen? Was ich für ein Problem habe. Ich habe nichts dagegen, dass es die ganzen Commander gibt. Mars, Saturn und wie sie alle heißen. Jupiter gibt es, glaube ich, auch. Nur ich kann die kaum auseinanderhalten. Ich weiß manchmal nicht, wo haben wir die schon mal gesehen? Wer von denen ist es jetzt genau? Ihr wisst, wie ich es meine. Wow, der Level ist ja schon übel. Ein Hypertrank für Luxtra. Der dann gleich hier gegen Golbert in den Kampf geschickt wird. Kramurks ist eh verwirrt. Das macht keinen Spaß so. Nee. Aber das mit den Leveln ist schon beachtlich. Ich muss das im Auge behalten, wie sich das entwickelt.
Ich denke halt immer, wir passen uns ja an, weil wir die immer noch besiegen können, wisst ihr? Aber ich habe das Gefühl, wir kommen doch nicht mehr so hinterher. Andererseits haben wir alle 6 Teammitglieder und schleppen alle 6 durch. Das ist halt was anderes. Könnte ja genauso gut sein, dass man erst ein Schneebedeck fängt als Teammitglied und ja, weiß nicht. Brauchen sowieso was mit Eis gegen Cynthia. Das ist Impoleon meine Hoffnung. So einen gepflegten Eisstrahl. Braucht's. So, nochmal. Du auch. Ja. War ja nicht sehr effektiv. Dann machen wir nochmal den Windschnitt. Okay, Mars. Das wäre dein Golbat gewesen. Wo ist Snickers? Ja komm, so ein Billigwitz muss ich bringen. Nieder. Bronze. Ja, da war Ponita wohl das richtige, der richtige Gedankengang. Hat den EP-Teiler, muss ich jetzt aber mal ein bisschen nützlich machen, oder zumindest versuchen. Dann komm mal ran hier. Ja, gut. So schwach, das wird nicht mal ein Two-Hit-Kill, auch kein Dreier. 4-mal. Okay, mit Verbrennung geht's. Komm, Ponita, leiste mal was. Den kriegst du, komm, der ist typentechnisch unterlegen. Wirklich ein Pokémon. Ja, es fehlt nicht eigentlich. Level 40 entwickelt es sich. Ne? Level 40. Nicht früher, nicht später. So. Aber ich brauche eine Attacke. Die Entwicklung ist es nicht mal zwingend, was hier fehlt. Auch. Die würde auch sehr gut tun, gebe ich zu. Aber die Attacke. Flammenwurf. Nichts geht über Flammenwurf. Wenn du es schaffst, hast du gewonnen. Jawohl. Danke, Ponita. Gute Arbeit. Ah, gibt gar nicht mal so viel. Ach, die kommen mit dem Schnurrgast an. Was machen wir denn da? Hey, Tera. Komm, versuch was. Normal gegen normal. Das Normalste der Welt. Hast du doch eine abgelaufene Dose Whiskas? Gesang. Level 39. Altera schreckt zurück. Gar nicht cool. Wenigstens. Aber was könnten wir tun gegen dieses verdammte Schnurrgast? Warte. Wir haben ja keinen Chipkampf irgendwo. Ja, ja, entschuldigt. Schockwelle. Es war wohl doch nicht Heiteras Tag. Gesang hat aber auch nicht lange gehalten, muss ich auch mal so zugeben. Wahnsinn! Okay, warte, warte. Wer könnte? Lass mich denken, lass mich denken! Kann ich das denken? Ich denke nicht! Blibrin, Blibrin, Ponita, Ich hätte erst Luxtra benutzen sollen. Ach komm, andersrum geht's oder was? Bestimmt jetzt auch wieder 20 Runden mindestens. Warum kann das Ding Hypnose? Guckt es euch doch mal an.
Sehr nice. Nimm alles zurück. Oh Mann. Na gut, ist aber legitim. Zitrobeere. Sonst hätte ich gesagt, der kriegt das hin. Der kriegt das hin, aber so, ne. Luxus hat noch die große Hoffnung dann. Und selbst wenn der es nicht schafft, bleiben noch Kramurks. Oh! Ich dachte, das wäre ein Critical. Nein, das war ein normaler Treffer. Librin überlebt das. Ich glaube aber, du überlebt das nicht. Wäre natürlich geil, wenn Ponita das beenden könnte. Es fehlt ja nicht mehr viel. Andererseits glaube ich, dass die jetzt einen Trank raushaut. Ziemlich sicher. Nein? Ponita, komm, räum ab hier. Ich sagte doch, das Glück war erstmal aufgebraucht. Kramurks, du hast nur Level 30, da muss mehr gehen. So ein fettes Level 39 Schnurrgast erledigst, dann... Gut, für zwei Level-Ups wird es auch nicht reichen. Halte durch, ey, ohne Scheiß. Der macht mir gerade Angst. Zwei Optionen. Entweder ich greife an, oder ich belebe ein Pokémon, um auf Nummer sicher zu gehen. Dadurch, dass ich ihn aber mit Bedroher jetzt mal wenigstens ein bisschen... Ich hoffe, der macht keinen Scheiß. Schlitzer ist sehr hart. Vermindert Angriff und er überlebt und ich gewinne. Gut. Ein bisschen Risiko dabei, aber es wurde belohnt, statt jetzt noch eine halbe Stunde mit Belebern rumzuspielen. Alles klar. Nicht schlecht. Immer und immer wieder. Ich hab schon wieder verloren. Zuerst beim Windkraftwerk und jetzt am See der Wahrheit. Das bist du mir. Ein Commander von Team Galactic sollte so ein Missgeschick nicht passieren. Rück jetzt mal was. Mein Part habe ich immerhin erledigt. Meine Mission war es, das Pokémon aus dem See zum Hauptquartier zu bringen. Stimmt, ich habe meine Mission ohne Probleme erfüllt. Leute, wir ziehen uns zurück. Der Boss wartet im Hauptquartier. Irgendwie sind die Pokémon der drei Seen miteinander verbunden. Dank Saturns großartiger Leistung erschien hier eine Höhle. In just dieser Höhle verschlief das Pokémon Vesprit. Vesprit ist vermutlich aufgetaucht, um den Seinen zu helfen. Das hat perfekt gepasst. Und einfach zu fangen war es auch. Ha, und jetzt haben wir sie alle. Vesprit das fühlende Wesen, Tobots das starke Wesen, Selfe das wissende Wesen. Jetzt, da wir sie alle in unserer Gewalt haben, ihr könnt euch gerne vorstellen, was Team Galactic für euch vorbereitet. Jetzt verstehe ich, das ist auch am See der Kühnheit geschehen. Ein weiteres legendäres Pokémon wurde von Team Galactic entführt. Ihr beide habt es mit einer Gruppe von skrupellosen Kriminellen aufgenommen. Allein, dass ihr unbeschadet davongekommen seid, ist eine Freude. Was aber ist mit dem See der Stärke? Ist Perl in Sicherheit? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Alter. Ja, wir sind unterlevelt, aber ist in Ordnung. Ich kam zurecht. So. So. Dieses Unterleveltsein ist schön und gut. Ist es nicht. Deswegen müssen wir jetzt mal ein paar Sachen machen und nicht direkt weitergehen. Was uns fehlt, ist das hier. Da müssten die, ja, auf unserem Levelniveau sein. Und es ging zur Eiseninsel. Das haben wir noch nicht gemacht. Da gibt es auch viele Trainer. Das hätte ich vielleicht zuvor lösen sollen. Da wäre ich nicht so abgeschmiert. Und das Team Galactic Topquartier, das steht als nächstes auf dem Plan. Wir müssen, damit es nicht mehr so ein Krampf wird in Zukunft, leider uns erstmal damit beschäftigen. So boring das auch wird, keine Ahnung. Die Wasserrouten da unten, die gehen nicht ewig, aber ein paar Trainer müssen wir da wegklatschen. Deswegen, ihr wisst Bescheid. Was ist da genau, weiß ich gar nicht mehr. Das führt irgendwo hin. Aber frage mich nicht, wohin. So, Kramurks immer noch vorne, immer noch den niedrigsten Level.
Hau raus. Bade, 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 bade. Was haben wir hier? Ja, das riecht nach Trainern. Da könnte ich einen Doppelkampf draus machen, oder? Yeah, denke schon. Ich mag meinen Schwimmreifen und ich bewundere Quallen-Pokémon. Sehr gut, ich habe Luxtra dabei. Ich kann ohne Hilfsmittel nicht schwimmen, aber meine Pokémon können. Ihr solltet nicht ins große, weite Meer hinausschwimmen, wenn ihr nicht schwimmen könnt. Angelika und Hendrik. So, jetzt bin ich auf die Level gespannt. Ja. Aber ist jetzt so, die sind für uns leicht zu besiegen. Obwohl, guckt euch mal, die Level sind gar nicht so krass. Ein Zeichen, dass ich die längst hätte mitnehmen müssen. Dann hole ich das jetzt nach auf Schalldeos. Meryl. Yep, schön. Pretty good. Von wegen, mein Glück ist bereits aufgebraucht. Muhaha. Das wird, Leute. Was meint ihr? Ich will kein Offscreen-Training machen. Ich mache kein Offscreen-Training. Und wenn ich mich das Rest des Let's Plays quälen muss. Aber wie gesagt, die Eiseninsel. Hätte ich machen sollen. Aber es hieß halt, geh dahin, geh zur Bibliothek und jetzt geh da zum See und dann mache ich das halt. Verhöhner. Ich muss noch ganz kurz schauen. Genau. Leg den Gegner rein, der kann 2 bis 4 Runden nur noch angreifen. Nö. Nicht lernen. Das ist nicht mein Stil. So, jetzt gibt es auch dementsprechend fast keine EP. Schade. Dafür gab es bei den höheren Leveln mehr. Und jeder Erfahrungspunkt zählt. Das will ich auch nochmal gesagt haben. Genau denselben Quatsch nochmal. Mit dem Unterschied, dass jetzt Schalldeos bestimmt überleben wird, weil es kein Critical ist. Aber ja, gut, dann ist es halt so, ne? Da bitte. Meryl! Meryl bekommt in ab der 6. Gen Typ Fee dazu, ne? Habe ich jetzt nicht durcheinander gebracht. Meryl? Typ Fee? Ich glaube schon. Also wie Pipi und den ganzen Kram. Was willst du denn? Du bist ja niedlich. Nicht. Ich beiß dich. Na gut, ich beiß dich nicht, weil du vorher tot bist. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht bei belanglosen Kämpfen. Aber wir kommen ja voran. Lass mich treiben. Meine Pokémon waren nicht stark. Du hast auch nur gesagt, dass die schwimmen können. Du hast ja nie behauptet, dass die stark sind. Alles gut. Das wäre nämlich gelogen. Das Zubat der Meere? Natürlich. Hat sich aber in der Folge nach der 4. Gen, glaube ich, gebessert. Das Persurfer-Tentacher gar nicht mehr so häufig. Ich bin mir sicher, man hat immer noch keine Probleme, die zu finden. Aber so häufig jetzt auch wieder nicht. Mal sehen, ob Kramux es schafft. Schwimmen ist eine Ganzkörpererfahrung. Du solltest auch schwimmen. Warum? Ganzkörpererfahrung? Gefällt dir mein Körper nicht, oder was? 4 Pokémon von Bettina. Bettina! Na gut, ja, Flügelschlag. Du hast doch einen Schlag. Ein Flügelschlag. Müssen wir mit 2-Hit-Kills leben. Ich kann dir vielleicht ein bisschen erzählen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alle Abonnenten alle Parts gesehen haben. Aber deswegen erzähle ich nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie das bei mir angefangen hat mit Pokémon, ja. Erstmal Pokémon gesehen habe ich in der Tat in der Zeitschrift Mausklick. Was war das? Das war von der Mickey Maus. Ihr kennt bestimmt das Mickey Maus Magazin. Liegt bis heute im Kiosk und hat übertrieben großes Plastikspielzeug dabei. Also früher auch schon, aber heute die nehmen ja so viel Platz weg. Jedenfalls gab es auch auf einmal eine Videospielzeitschrift.
Version von der Mickey Maus, Mausklick. Und es war eine gute Zeitschrift für Kinder, muss ich sagen. Wo alles nicht so, ich sag mal, politisch behandelt wurde. Was so das erwachsenste Magazin überhaupt ist. An Videospiel, Heften generell. Das ist die Edge. Als die Edge mal in Deutschland erhältlich war für ein paar Jahre, ich habe die abonniert. Im Sinne von bezahlen und immer kommen, nicht im Sinne von YouTube abonnieren. Habe ich die Edge erhalten und das war eigentlich so politisch und so, weiß nicht, dass es nicht so viel Spaß gemacht hat zu lesen. Weil doch nur viel Börsenkram und so, also ich weiß nicht. In den USA hat sich die Edge ja durchgesetzt. Ja? Fester Bestandteil. Vielleicht ist es auch wieder zurückgekommen. Aber irgendwann habe ich die Meldung bekommen, ja, sorry, du bekommst jetzt PlayStation Magazin zugeschickt, weil die Edge gibt es nicht mehr. Und ich so, nein, will ich nicht. War das Abo halt vorbei, ne? Tut mir leid. So, worauf ich hinaus wollte. Jedenfalls habe ich 1999 in einem Mausklick-Heft das erste Mal Pokémon gesehen. Wurde auch ganz simpel vorgestellt alles hier. Ich glaube wirklich nur 5 Pokémon. Jeder so ein eigenes Kästchen. Pikachu, Bisasam, Lumanda, Shigi und Mauzi. Und diese uralten Artworks und... Also richtig... Also stand auch dabei, Typ Wasser, Typ Elektro und alles. Und ich fand es irgendwie bezeichnend. Da standen halt auch alle Infos, zum Beispiel, dass es auf RTL 2 läuft um so und so viel Uhr. Und da wollte ich mal reinschauen. Und die erste TV-Folge, die ich gesehen habe, war... Ich glaube, Folge 24... wo Ash den 4. Orden bekommt in Safronia City von Sabrina, in dem sein Apollo gegen das Kadabra gewinnt. Mehr oder weniger. Der menschliche Körper treibt im Meer. Schwimmen ist also sehr einfach. Ja. Relativ. Ja. Dann habe ich die zweite Folge Razov dreht durch auf Video aufgenommen und da wurde es auch... Ich weiß nicht warum, ich sag's immer wieder, diese Folge Razov dreht durch, die ist am Anfang ein Tutorial. Die erklären nochmal alles, wie das ist, warum die reisen, was Ash will mit den Orden und die Pokémon und kannst bis zu 6 Pokémon tragen und so weiter. Erklären die da alles am Anfang der Folge. Es war eine richtige Einsteigerfolge für mich. Und als dann die ersten Pokémon-Editionen, Rot und Blau war zu dem Zeitpunkt erschienen, die waren da, die waren auch schon draußen. Und das kam dann nach und nach. Und auf dem Schulhof war ich dann in der 5., 6. Klasse. Hat auf einmal jemand eine Edition gehabt. Weiß nicht mehr, welche, rot oder blau. Und die zu sehen, was die mit dem uralten Gameboy macht. Jeder hatte einen Gameboy, ja. Der aber schon längst out war, weil keine krassen neuen Spiele mehr rauskamen seit ein paar Jahren. Ich glaube, Wario Land 2 war davor das letzte, was uns richtig gejuckt hat. Und dann Pokémon... Das sah einfach extrem geil aus. Ich weiß nicht mehr, was es genau war. Auf jeden Fall, ich glaube, der war halt bei Misty, der zweiten Arenaleiterin. Und wie die so gekämpft haben und die Effekte, wie das verschwimmt. Bei bestimmten, ich sag mal... Boah, was jetzt zum Beispiel ein krasser Effekt ist, ist Psychokinese in der ersten Gen. Das verschwimmt ja alles. Nur das war das nicht. Aber der ganze Bildschirm hat sich verschoben bei Silberblick oder solche Scherze. Das sah einfach sehr krass aus. Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, aber wie geflasht wir alle davon waren. Allein von der Grafik, es wirkte so neu, es wirkte so fresh. Da wollte ich es natürlich auch unbedingt haben und an Weihnachten 1999 habe ich dann die... An Heiligabend, am 24.12. bekam ich die rote Edition und am 25.12. bekam ich die blaue Edition. Zweiteres nämlich dann von meinen Großeltern. Wassertafel. Okay, danke schön. Hier ist nichts mehr großartig. Aber da ist ein Item. Ich hält. Müssen wir uns holen. Das waren schöne Zeiten. Dann hat es jeder gesuchtet. Immer mehr hatten es und auf einmal hat jeder auf dem Schulhof nur noch Pokémon gesuchtet. Und das war schon mega geil. Unbeschreibliche Zeiten. Es gab natürlich auch diese Hater-Fraktion, das waren diese Jugendlichen. Ich war genau 10 Jahre alt, so alt wie man halt sein soll, wenn man Pokémon spielt. Ich muss schon mal unten gucken, ich weiß nicht, ob ich da alles habe, leider.
Und diese ganzen 16-Jährigen, die meinten, das wäre halt total uncool und bäh und dies, das, anderes. Gut, den nächsten Schwimmer im nächsten Part und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen weiter erzählen. Wenn hier nichts Atemberaubendes auf der Route passiert. Aber ich denke, da werden wir locker fertig und begeben uns dann zur Eiseninsel. Ne? Das machen wir. Danke fürs Anschauen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sag bis dann und ciao!